Hallo und herzlich willkommen zu Folge 24. Wir sind mitten in Austria seit zwei Folgen und wir sind uns hier gerade mehr oder weniger am Zurechtfinden, reden mit den ganzen Meistern der Unterstadt. Hab ein bisschen was aufgeschrieben an Infos von euch und Tipps und sonstigem Zeug. Also zum einen haben wir gerade mal nachgucken. Ne, noch nicht ganz. Also wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir auf 30% Einhand kommen, so schnell es geht. Demnächst, wenn es möglich ist. Dass wir einigermaßen kämpfen können. Dann die Paladin im Moment Blutquest ist auch abgeschlossen worden. Wir hätten eigentlich mit Kuros nochmal sprechen sollen, nachdem wir bei dieser Vertragsquest oder mit der Quest halt mit den Bauern da am Reden waren, hätten wir eigentlich mal mit Kuros sprechen können, dann wäre der in die Stadt gewandert, aber irgendwie ist der halt mit uns in die Stadt teleportiert worden und dann hat sich das Ganze geklärt. Also unkonventionell, aber wir haben es abgeschlossen. In dem Fall ist in Ordnung. Dann hat jemand gesagt, ich sollte mir die Stadtmauern genauer anschauen, ja. Außen haben wir es ja mal gemacht, innen noch nicht. Also ich gehe davon aus, dass wir uns das Ganze uns mal von innen genauer anschauen sollen. Vielleicht finden wir ein bisschen was Nettes, Interessantes. Und wir werden, ich überlege gerade, was machen wir. Wir brauchen Holzersatz für Woda. Und ansonsten haben wir gerade auch gar nichts an Quests offen. Genau, wir waren noch am Palabern hier mit den... Hey, du. Ganzen, ja, nicht nur Händlern, sondern auch Handwerkern. Deswegen eiern wir hier mal durch die Gegend und reden mal mit den ganzen Handwerkermeistern hier. Wer bist du? Mein Name ist Eso. Ich kümmere mich um die Nahrungsversorgung von Austria. Um genau zu sein, versorge ich mehr als die Hälfte aller Bürger mit Nahrung. Nur diese arroganten Schnösel aus dem oberen Viertel haben ihren eigenen Feinkosthändler. Aber... Wer bist du? Kann ich bei dir etwas kaufen? Nein, mein Lernen Global ist für den Verkauf zuständig. Bei mir kannst du aber etwas verkaufen. Ich mache dir die besten Preise in ganz Austria. Außerdem kannst du mir so viel bringen, wie du findest. Ach, bei dem können wir also so gut Dingen verkaufen. Nahrungsmittel, oder wie? Ich will dir etwas verkaufen. Dann zeig mir mal, was du hast. Aber dreh mir ja kein Bier oder anderes Gesöff an. Ich bin keine Kneipe. Wir können dem quasi unseren Fraß verticken. Was kriegen wir denn dafür? Verkaufen wir ihm mal 5 Fische. 3 Gold pro Fisch. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Was ist denn der Wert von einem Fisch? 15. Was kriegen wir denn bei deinem... beim Kloppel. Ich verkaufe. 2. Ja, okay, gut, okay. Also wenn wir irgendwann mal auf die Versuchung kommen würden, Nahrung zu verkaufen, dann würden es dem Esor liefern. Aber vielleicht hätte er sogar noch andere Arten von Arbeit für uns über. Ich suche Arbeit. Ehrliche Arbeit in der Stadt kannst du nur bei einer Händlergilde bekommen. Hier in Austria gibt es 2 Händlergilden. Eine ist hier in der Unterstadt, zu der gehöre ich. Und die andere ist im oberen Viertel. Obwohl ich mich frage, ob du im oberen Viertel wirklich ehrliche Arbeit findest. Wie auch immer, um bei uns in der Händlergilde aufgenommen zu werden, musst du Lehrling bei einem Handwerker hier sein. Ich könnte einen Lehrling gebrauchen. Im Moment haben Klobel und ich eine Menge Arbeit am Hals. Ich erwarte, dass du immer zur Verfügung stehst, wenn man dich braucht, und dass du dich nicht vor deiner Arbeit drückst. Wenn du das kannst, dann hast du die erste Bedingung schon erfüllt. Okay, also der Punkt ist, wir wollen ja jetzt nicht unbedingt bei dem Lehrling werden. Ich würde sagen, wir schließen sogar 2 aus. Entweder bei Woda oder beim Schmied. Das wären so die beiden bis jetzt, die ich... Ich weiß noch nicht, wie die anderen drauf sind. Also Esor weiß nicht, so keine Ahnung. Warenverkauf, Nahrungsmittel, jetzt ist das Allerspannendste. Und was ist die zweite Bedingung? Ich werde dich nicht einfach als Lehrling aufnehmen. Du musst erstmal beweisen, dass du etwas taugst. Denn in letzter Zeit sind ja Orksöldner in der Stadt. Diese Mistkerle sabotieren uns. Sie manipulieren das Werkzeug von Handwerkern und setzen immer wieder kleine Nadelstiche. Doch diesmal sind sie zu weit gegangen. Diese Mistkerle haben meinen kompletten Fisch, Fleisch... Brotbestand vernichtet.
Deine Aufgabe wäre es, mir neues Fleisch, neuen Fisch und neues Brot zu beschaffen. Wenn du diese Aufgabe meisterst, dann bist du genau der Richtige für meinen Job. Was sagst du? Okay, also das wollen wir für dich machen, oder wie? Was soll ich für dich machen? Gut, dann hör zu. Da die Orksöldner meine Vorräte vernichtet haben, brauche ich dringend neue. Um genau zu sein, brauche ich 40 Fische, 20 Brote und 40 Fleischkeulen. Deine Aufgabe ist es, mir diese Nahrungsmittel zu besorgen. Fische solltest du im Fischerdorf bekommen. Sprich dort mit Baldur, welcher mein Lieferant. Das Fleisch müsstest du im Jägerlager besorgen. Dein Ansprechpartner dort ist Borat. Und Egon wird dir das Brot verkaufen. Du kannst natürlich auch versuchen, alles selber zu besorgen, doch das wäre schwieriger. Hier hast du jedenfalls 300 Gold. Damit solltest du genug Geld haben, um die Nahrungsmittel zu kaufen. Brenn mir damit aber ja nicht durch. Oh Mann, das wird sicherlich ein unglaubliches Herumgelaufe. Vielleicht sollte ich versuchen, ohne Esau in die Händlergilde zu kommen. Ja, das hab ich mir auch schon gedacht. Ja, wie gesagt, die Quest können wir auf jeden Fall machen. Also Nahrungsversorgung. 40 rohe Fleischquellen haben wir eh schon dabei. 40 Brote, 40 Fische. Oh, ja, Brote fressen wir die ganze Zeit. Also rohes Fleisch ist nicht das Problem. Die Fische kriegen wir locker auch so zusammen. Ist vielleicht Marteneintopf oder? Gut, wahrscheinlich eher weniger. Was können wir denn für die Jungs hier machen? Hey, wer bist du? Ich bin Rudolf, Gehilfe von Thorald. Wenn du Schmiedezubehör brauchst, bist du bei mir genau richtig. Sag mal her. Zeig mir deine Ware. Also der hat nur so ein bisschen hier so ein bisschen Bums. Aber nichts wirklich Wichtiges. Hast du Arbeit für mich? Im Moment nicht. Schau später nochmal vorbei. Okay, der hat anscheinend später für uns Arbeit. Vielleicht, womöglich. Thorald, was ist bei dir? Ich will bei eurer Händlergilde mitmachen. Sag das doch gleich. Wie du sehen kannst, bin ich der Schmied der Händlergilde der Unterstadt. Ich will Erbe, was denkst du dann? Ich kann dir nur das verkaufen, was ich gerade geschmiedet habe. Wenn du meine Meisterwerke kaufen willst, solltest du dich auf dem Marktplatz umsehen. Schmiedezubehör kannst du bei meinem Gehilfen Rudolf bekommen. Oh, Bruder, wir haben ja schlechtes Zeug dabei. Rapiermeisterdegen. Auf den Meisterdegen hinzuarbeiten macht eigentlich immer am meisten Sinn, denn die 60 Geschicklichkeit, die sind eigentlich drin. Also wirklich, 60 Geschicklichkeit ist gar nichts. Für eine Waffe, die 120 Schaden macht, wäre eigentlich sinnvoller als alles andere. Kostet aber halt auch einen Haufen Schotter. Aber okay, wir können es uns schon leisten, so ist es nicht. Beziehungsweise bis wir 60 Geschicklichkeit haben, können wir es uns bestimmt leisten, ohne so derbe dann einstecken zu müssen. Ob wir übergangsweise was kaufen sollten? Ich würde sagen, nicht einmal, oder? Ja gut, nee, das ist alles nur Rotze. Und braucht ab hier schon zu viel Stärke. Ja, ich würde sagen, mit dem Meisterdegen ist man eigentlich... Ich meine, Rapier ist... Nee, das ist zum einen zu kurz und zum anderen die 10 Geschicklichkeit. Da spart man sich 2000 Gold und direkt den Meisterdegen. Ich glaube, das ist was, worauf man hinarbeiten kann. Der ist eigentlich immer eine gute Wahl. Ja, ansonsten hast du irgendwie Informationen für uns oder irgendwas anderes, was zu tun oder so? Erzähl mir etwas über die Händlergilde. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Wir sind die einzige Händlergilde in der Stadt, die ehrliches Geld verdient. Die Sesselfurzer im oberen Viertel machen eh, was sie wollen. Bei denen wirst du sicher keine ehrliche Arbeit finden. Außerdem hat die Händlergilde der Unterstadt Kontakte auf dem ganzen Archipel. Ohne uns würde Austrie sicher vor die Hunde gehen. Das ist schon eine Frage. Also es gibt anscheinend zwei Händlergilden, aber ich glaube, wir müssen uns schon hier in der Unterstadt als Lehrling irgendwie unterjubeln.
Wenn ich das richtig verstanden habe, also ins obere Viertel kommen wir bestimmt nicht, in die dortige Händlergilde. Es gibt ja, wie ihr gehört habt, angeblich zwei davon. Aber ich glaube, wir sollen uns schon hier umschauen, denke ich mal. Kannst du mir etwas beibringen? Ich könnte dir zeigen, wie du stärker wirst. Aber dafür musst du erst etwas für mich tun. Und was ist mit dem Schmiedehandwerk? Das zeige ich dir erst, wenn ich dir wirklich vertrauen kann. Ah jo, ist klar. Wenn ich das jetzt anklicke, komm ich, werde ich dann direkt bei dem auch anfangen? Oder wie sieht denn das dann aus? Was ist eigentlich das? Aha, der Bürger. Der eine Bürger. Geht Thoral nochmal. Ich möchte bei dir als Lehrling anfangen. Ich weiß ja nicht einmal, ob du zu etwas taugst. Mein Lehrling muss ich behaupten können, wenn es drauf ankommt. Du siehst mir eher aus, als ob dich ein Schaf umhauen könnte. Ich bin kein Feigling. Nun, das werden wir schon sehen. Ich muss sehen, dass du dich auch wehren kannst. Wen soll ich verprügeln? Ah, es ist Cole, der Mistkerl. So ein Hundesohn aus dem Hafenviertel. Den könntest du wahrscheinlich sogar besiegen. Was hat Cole denn getan? Dieser Mistkerl hat mich um meine Ware betrogen. Erst hat er sich 5 Kurzschwerter bestellt und sie dann nicht bezahlt. Ich will mein Gold oder meine Ware zurück. Geh zu ihm und sprich mit ihm, aber mach dich darauf gefasst, dass du das Gold aus ihm herausprügeln musst. Ich bekomme dann entweder 300 Gold oder die 5 Kurzschwerter. Und beeil dich, ich habe ja nicht ewig Zeit. Wir könnten dem Locker auch einfach so die 300 Gold geben, aber dann hätten wir sogar die 300 Gold, die uns erste Dinge gegeben hat. Aber wie gesagt, wir wollen ja mal abwarten. Da ist ein Bürger, wie gesagt, wir sollten uns die Mauer genau anschauen, deswegen... Ist das eine Truhe? Als ob das doch keine Truhe. Nee, so ein Fass, oder? Den sieht man aber auch schlecht. Wie dem auch sei, noch eine Information. Die Teleporter sind anscheinend weltübergreifend. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Können wir gleich nochmal probieren. Nee, das Feuer... Nein, alles cool. Ich wollte ja nichts machen. Also wir sollten jetzt sowieso... Nee, Egons Hof. Holzfäller, genau, da wollten wir hin. Und ansonsten, genau, Tische sollten wir Bescheid geben. Genau. Und den Rest haben wir ja. Also wie ihr seht, wir wechseln jetzt quasi einfach die Welt. Und zwar genau dahin, wo wir auch zu weit entfernt. Ist aber egal, wir sind trotzdem da, wo wir sein sollen. Deswegen ist mir das auch Latte. Und deswegen gehen wir erstmal in die Taverne und geben Bescheid. Da ist unser Einhandkampflehrer. Wenn mich nicht alles täuscht, das dürfte er gewesen sein. Aber ein bisschen in Geschick investieren wäre jetzt, wie gesagt, gar nicht mal so blöd, wenn wir auf 60 kommen wollen. Das wären noch 45. Die Probleme habe ich kommen sehen. Das könnte ja nur Spaß werden. So, gehen wir erstmal hier Bescheid. Ja, hier gewinnt nichts mit neuen Tischen. Roder kann zurzeit nicht liefern. Seine Holzbestände wurden durch Sabotage vernichtet. Das hat er doch vorher gewusst. Ich glaube nicht, dass ich... Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe. Hier, das hast du dir verdient. Oh, ein Bauernbier, danke. Das ist die Information wahrscheinlich nett, denk ne? Nicht. Nee, direkt brauche ich nicht. Nein, danke. Tische für die Kneipe. Achso, aber die Quest bleibt jetzt vielleicht offen, weil sie später abschließbar sein wird. Denke ich mal, wenn nicht, wäre es hier gerade ein bisschen verbuggt, dass die jetzt immer noch hier in der Liste ist. Wie dem auch sei, jetzt müssen wir noch zu den Holzfällern und denen Bescheid geben. Wir haben ja auch wieder einen Teleport in die Stadt, ne? Wenn mich alles täuscht, dann habe ich den nicht wieder aufgenommen. Na. Egal, gut, so weit ist es jetzt auch nicht weg. Aber stimmt, ich habe ja irgendwie erst ein bisschen rumgeeiert und alles eingesammelt, dann habe ich nicht abgespeichert und den Schmied wütend gemacht, dann hat er uns umgeprügelt, ich habe neu geladen und vergessen, die Rune wieder aufzunehmen, aber nee, ist auch egal.
Das ist verkraftbar. Jetzt haben wir hier oben halt wieder Holz für den Wurder beschaffen, weil ja seine Bestände sabotiert und zerstört wurden. Also man spürt hier quasi schon so ein bisschen den Beginn einer, was heißt, da können wir ja fragen, wie seine neue Arbeit ist. Also man spürt quasi den Beginn so einer kleinen, ja, heimtückischen Attacke. Also die Mod heißt sich ohne Grund Orkkrieg, also hier wird es wahrscheinlich ein bisschen Rambazamba geben in Zukunft. Wie gefällt dir deine neue Arbeit? Hier, das. Und für aufstehen muss ich ja auch nicht mehr. Naja, dann ist doch alles, schön. Hey! Ja, bei wem soll ich jetzt abholen? Oder wen soll ich da ansprechen? Was suchst du hier? Hefja schickt mich. Ich habe es ihm schon gesagt, Egon ist unser Handelspartner. Da lässt Hefja? Warum Hefja? Hefja hat jetzt das Handelsabkommen? Was für ein Handelsabkommen? Hä? Das hat doch... Das hätten wir eigentlich... Was sage ich denn jetzt hier? Hefja hat jetzt das Handelsabkommen. Kann schon sein, aber wieso sollte ich dir glauben? Was willst du? Unser Kollege Hazard hat sich bei der Arbeit schwer verletzt. Jetzt hat er einen Wundbrand und es wird immer schlimmer. In der Stadt könnten ihm sicher die Feuermagier helfen, aber dorthin würde ich nicht lebend kommen. Wenn du den Weg weiter nach oben gehst, kommst du zu einer alten Hütte. Dort lebt ein alter Kauz namens Irbold. Er geht meistens in Ruhe seinen Experimenten nach. Eines Tages wollten wir dort oben auch ein paar Bäume fällen, aber der Typ hat auf einmal irgendeine magische Scheiße abgezogen. Uns wurde auf einmal ganz anders. Wir sind so schnell wir konnten weggerannt und nie wieder den Weg nach oben gegangen. Und was soll ich da jetzt machen? Ich bin mir sicher, dass dieser Irbold ein Mittel hat, das Hazard heilt. Was soll ich diesem Irbold sagen? Versuch ihn einfach zu überzeugen. Du musst es schaffen. Ich weiß nicht mehr, wie lange Hazard durchhält. Ja, der Punkt ist, wir haben jetzt eine Quest angenommen, die so... Ich meine, ist ja okay, dass wir jetzt ein kranker Kollege... Aber wieso, ich verstehe nicht, warum wir Hefjas Handelsbeziehungen verbessern sollen. Wir sind doch bei Egon auf der Seite und versuchen ja sogar, Hefja davon abzubringen, dass der da, hier rumschummelt und sich die Handelsbeziehungen klaut. Ne, ist ja hier diebischer Bauer. Und genau, wir sollten eigentlich sogar die Holzfäller irgendwie den Bescheid sagen, weil der wollte mich hier die ganze Zeit nicht ansprechen, dieser Galor. Keine Ahnung warum. Also wir können die Quest gerne machen und dem helfen, aber eigentlich sind wir ja auf Egons Seite, deswegen weiß ich gerade nicht, ob ich mir hier gerade in die Scheiße reinreite oder nicht. Ich komme von Woda. Ich hab doch schon gesagt, erst in 2 Wochen, wie es im Vertrag steht. Wodas gesamtes Holzlager wurde von Maden befallen. Jetzt braucht er schnell neues Holz. Wenn das so ist, er will wahrscheinlich eine normale Holzlieferung von uns. Sagen wir 1250 Goldstücke. Woda hat mir nur 750 Goldstücke mitgegeben. Ist mir egal, wie viel er dir mitgegeben hat. Ich will mein Gold sehen und nicht anders. Boah, das ist sauteuer. Wie ist das Leben als Holzfäller? Es ist ein einfaches Leben, aber man verdient ehrliches Geld. Es ist zwar nicht besonders viel, aber zum Überleben reicht es schon. Wie geht's dir? Ich kann mich nicht beklagen. So, mein Freundchen, jetzt sage ich dir mal was. Mein Freund liegt im Sterben und du willst mit mir über belanglose Dinge sprechen? Als ob jeder andere Mensch in dieser gottverdammten Welt ausgerechnet mit dir sprechen wollen würde. Es gibt genau einen Grund, wieso die Leute mit dir reden. Sie wollen dir ihre Scheißaufgaben aufbinden. Und wenn du sie dann erledigt hast, streichen sie sich den Hauptgewinn in die Tasche ein. Merk dir das, Junge! Das ist korrekt, aber okay, also wir können dir jetzt natürlich helfen. Vielleicht verdienen wir noch ein bisschen Geld dabei, keine Ahnung. Brauchen wir eh, wenn wir da Holz kaufen wollen für 1150 Öcken, dann...
müssen wir erstmal ein bisschen sparen, bis wir uns den Meister... Ja, aber gut, das hatte ich eh noch Zeit. Also das wäre jetzt nicht so dramatisch. Wir könnten es machen. Könnt ihr nochmal schreiben, was ihr dazu sagt. Und vor allem könnt ihr mir mal sagen, ob das hier sinnvoll ist, was ich mache. Weil ich will ja eigentlich gar nicht Hefias Beziehungen fördern, weil ich bin ja bei Egons Hof. Also wäre ganz cool, wenn sich dann die Entwickler mal kurz melden würden. Oder die Modder, wie man sie auch immer bezeichnen mag. Weil das irritiert mich gerade ein bisschen und ihr kennt mich ja, dass ich dann irgendwie übervorsichtig werden muss, weil ich ja nicht will, dass ich hier uns den Spielstand zerschieße. Wie gesagt, also ich kann das jetzt gerne angehen, die nächste Folge dann auch direkt fragen, den Earbolt, was gibt's zu tun, was müssen wir machen, damit es diesem Hazard besser geht. Können wir machen, kein Problem, aber ich weiß nicht, ob das uns irgendwie dann noch diebischer Bauer oder irgendwie zerschießt, ich weiß es nicht. Es kann einfach nur sein, dass halt dann die Quest abgeschlossen wird. Wäre ganz nett, wenn man das separat einfach noch erledigen könnte, ohne jetzt Hefia dabei zu helfen, irgendwie in diesem Bauern-Wettstreit irgendwie dem Egon einen drauf zu hauen oder so, ne, und da eins draufzusetzen, um quasi, was weiß ich, die Holzfäller auf Seite zu ziehen, weil wir sind ja, wie gesagt, nicht auf Hefias Seite, wir haben uns ja Egon angeschlossen, hier, da, gescheitert, Aufnahme auf Hefias Hof, weil wir bei Egon sind, ja, deswegen, also keine Ahnung, ob wir der kranke Kollege jetzt mal machen sollen, ich kann es machen, ja, warum auch nicht, weil dann hätten wir auch, da hätte auch der Earbolt seinen Zweck erfüllt in unserem Spielstand, ja, mal gesehen, wer das ist, haben wir ja schon, aber da hat er noch keine Funktion. Er hätte sie jetzt quasi durch diese Quest gekriegt oder kriegt sie dadurch. Also wir können sie, wie gesagt, gerne machen. Aber ich hätte gerne halt Gewissheit, dass das irgendwie dann in keinem Konflikt steht mit den restlichen Quests, was die Bauern noch angeht. Und ja, gut. Aber wie gesagt, ansonsten können wir das gerne Anfang der nächsten Folge machen. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.